Als wir diese Grafik erstellt haben, war ich ziemlich schockiert. Sie zeigt den CO2-Ausstoß von Rheinland-Pfalz aus den letzten Jahren und im Vergleich dazu, wie viel CO2 wir noch ausstoßen dürfen, wenn wir uns an das Pariser Klimaschutzabkommen halten wollen. In Blau seht ihr, wie viel CO2 in Rheinland-Pfalz in den letzten Jahren ausgestoßen wurde und die Trendlinie dadurch. Rot ist das momentane Ziel der Landesregierung, 90% Reduktion bis 2050. Und grün ist das Budget, das uns noch zusteht. 171 Millionen Tonnen CO2. Wenn wir auf dem Pfad bleiben, auf dem wir im Moment sind, haben wir nur noch 5 Jahre Zeit, bis wir unser Budget erreicht haben. Das ist genau eine Legislaturperiode. Daran sehen wir, dass sich jetzt etwas ändern muss. Leider hat keine der anderen Parteien sich mit diesen Budgets beschäftigt und auch keine der anderen Parteien hat so richtig einen Plan, wie wir dieses Budget noch einhalten können. Deswegen haben wir von der Klimaliste Rheinland-Pfalz den Klimaplan geschrieben. Der Klimaplan der Klimaliste Rheinland-Pfalz. Wir zeigen einen wissenschaftlich fundierten Weg, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten.